Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Ich möchte heute ein Thema behandeln, das vielleicht auf Kritik stößt oder das viele vielleicht nicht ganz so sehen, aber ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du siehst hier hinter mir ein Christusbild und ich bin gerade im Eingangsbereich von meinen Kursräumen, denn die Frage, die ich stelle, ist natürlich provokant, nämlich haben Religionen in unserer Zeit überhaupt noch einen Sinn? Also hat Religion noch einen Sinn in einer Zeit, in der die Wissenschaft ja quasi zum neuen Leitbild, zur Fackel der Weisheit geworden ist, ist die Frage, hat dann so etwas Angestaubtes wie eine Religion, ist ganz egal welcher Glaube, überhaupt noch einen Sinn. Und ich möchte dir da ein paar Gedanken von mir dazu mitteilen. Es gibt ja viele Stimmen, die meinen, ja, der Glauben, auch der christliche Glauben, hat sich überholt. Und wir importieren dann einfach mal einen östlichen Glauben, sei das buddhistisch oder andere Glaubensströmungen, wo man dann sagt, na, das hat jetzt mehr Sinn und das ist auch wichtiger, wertvoller und richtiger als unsere angestaubten katholischen Bilder. Ich bin natürlich als Mitteleuropäer in einer christlichen Gesellschaft aufgewachsen. Nicht in einer religiösen Familie, aber in einer sehr christlich geprägten Gesellschaft. Jedes Jahr haben wir Licht ins Dunkel Spendenaktionen, wo ja quasi dieses Geben ist seliger denn Nehmen des Christlichen eigentlich auch wieder exerziert wird. Liebe deinen Nächsten. Und so weiter. Das sind ja Werte des Christentums und die sind ganz tief auch in unser Volksbewusstsein, denke ich, eingedrungen. Und deshalb kommen wir gar nicht so raus aus dieser christlichen Denke, beziehungsweise sind wir wahrscheinlich tiefer drinnen und ist jeder Mitteleuropäer tiefer in dem verwurzelt, als es vielleicht annimmt. Aber die Frage ist, hat das jetzt noch einen Wert? Ich beschäftige mich ja sehr stark auch mit Symbolik und mit dem Energiefeld. Was bringt das Feld ins Laufen und was dämpft eher die Energie runter? Und da gehört ganz klar gesagt, dass das Christentum jetzt für mich persönlich, auch wenn ich jetzt nicht sehr gläubig aufgewachsen bin, eines zumindest gemacht hat. Also der Glaube hat mich mit uralten Bildern konfrontiert, wie Christus oder einem Engelsbild. Und das kam ja über die Religion, das kam nicht über irgendwelche Fantasy-Romane oder irgendwelche Kinderbücher, das kam über die Bibel, über die Kinderbibel, wo ich das erste Mal mit dieser christlichen Symbolik auch in Berührung kam, mit diesen Wundergeschichten natürlich auch, die es da gibt. Und deshalb hatte ich quasi dadurch einen Link zu einer geistigen Qualität, zu einer inneren Qualität. Denn im Äußeren betrachtet macht natürlich so eine Geschichte von Christus und dieser ganzen Bibelgeschichte und Schöpfungsgeschichte keinen Sinn. Aber im Inneren sind das Bilder, die mich immer noch nähren, die meine Seele nähren und die mich bereichern. Und wie ich dann später da mehr nachgeforscht habe und das immer mehr als Innenleben, als Innenbilder erkannt habe, als Archetypen, wenn man so will, der Seele erkannt habe, all diese religiösen Geschichten, habe ich einen unglaublichen Quell der Fülle erlebt. Ja? Und deshalb halte ich eigentlich auch christliche Symbolik und Symbolik der Religion für wichtig. Denn ich glaube, es nährt die Seele. Und die Wissenschaft nährt die Seele nicht. Aber wir sind nicht nur Kopf. Wir sind nicht nur Dinge oder Leute, die forschen wollen. Wir sind mehr. Und dieses Innere wird durch die Bilder, durch die Symbolik der Religion erforschbarer. Ich sage jetzt nicht, dass alle Rituale Sinn machen, aber Rituale sind doch eigentlich auch nur Symbole eines gewissen Ablaufs, den man auch im Inneren wiederfinden soll und kann. Und deshalb halte ich das für wichtig und wesentlich, auch wenn es angestaubt wirkt. Und es hat auch einen Grund, warum die Bibel im Wort und wirklich vom Punkt und Komma nie verändert wurde, warum die Heiligen Schriften so übertragen wurden, weil dieser Symbolgehalt einfach etwas ist, der mit uns in Resonanz tritt, der mit jedem Menschen in Resonanz tritt und der jeden Menschen bereichert.
Und diese Bereicherung solltest du dir nicht vorenthalten. Wenn du gar nichts damit anfangen kannst, ist das natürlich kein Problem. Nur das Wissenschaftliche alleine wird nicht ausreichen. Das wird dich nie hundertprozentig erfüllen. Und letzten Endes finde ich es ja auch spannend, wenn die Wissenschaft immer mehr auch in diese eigentlich in unter Anführungszeichen religiösere Muster kommt, wie mit der Quantenphysik, ne? Wo man dann sagt, okay, es ist ein Mysterium, wir kommen da in unendliche Sachen, denn der Begriff, das Weltall ist unendlich, was bedeutet denn das? Das ist außen unendlich, wie wir auch innen unendlich sind, wie unendliche Lebensenergie, die uns zur Verfügung steht. Und deshalb lade ich dich ein, beschäftige dich auch mit religiösen Symbolen. Nicht mit einem platten Ablauf im Außen, sondern beschäftige dich mit den Schriften. Schau, was bedeutet denn das? Such auch mal Antworten in einer heiligen Schrift. Du kannst zum Beispiel, wie ich das verwende, so die Bibel mal hernehmen und einfach mal auf irgendeine Lebenssituation sagen, was bedeutet das? Und dann schlägst du einfach einen Bibelteil auf, wahllos, und liest das mal runter und schaust mal, was da für dich rauskommt, was dich da anspricht und was das für dich bedeutet. Ja, und vielleicht erlebst du dann einen lebendigeren Zugang als damals im Religionsunterricht zu dem ganzen Thema Glauben und Religion. Ja, das wäre es eigentlich für heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit und alles Gute. Und ich möchte vielleicht noch anmerken, ich selber betrachte mich nicht als Christ. Ich bin allerdings in dieser christlichen Gesellschaft aufgewachsen. Also ich selber bin halt ohne Bekenntnis, weil für mich diese Abläufe, auch die religiösen Abläufe, weniger Sinn gemacht haben. Aber das heißt nicht, dass die Bilder an sich nicht einen unendlichen Schatz bieten. Und den habe ich letzten Endes nur dank eigentlich dieser vorherrschenden Stimmung erleben dürfen. Gut, ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Gute, vielleicht schlägst du mal die Bibel auf, vielleicht schaust du da mal rein. Und übrigens, ab Ende Februar startet bei mir die Ausbildung Mediale Energetik, die Jahresausbildung, wo du dann auch lernst, dich mehr mit deiner eigenen Energie, deinem Inneren zu beschäftigen und auch ganz klar dieses Innere wahrzunehmen und auch natürlich damit zu arbeiten. Also wenn dich das interessiert, schau einfach auf meine Homepage und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann auch mal bei einem Kurs. Ich wünsche dir alles Gute. Liebe Grüße aus Linz, dein Oliver Erni.